Zur Potsdamer Konferenz, zu Kapitel 4. Da gehört die USA mit dazu. Der schwere Weg zur Demokratie. Justin, hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe? Nö. Hörst du mir eigentlich zu? Nö. Was ist denn heute los mit dir? Kannst du dir das nicht vorstellen? Nein. Ich fahre einfach hammermäßig auf dich ab. Bitte, Justin, ich bin immer noch deine Lehrerin. Ist einfach heiß. Das geht doch nicht. Ich hab noch nie so eine heiße Lehrerin gesehen. Ich liebe es, wenn deine Haare so wuschig sind. Hallo. Ah, Herr Direktor. Hallo. Hallo. Ja, ihr gebt noch ein bisschen Nachhilfe. Wir sind auch gerade fertig. Nicht wahr, Justin? Ja. Lassen Sie sich nicht stören. Ich habe noch ein paar Unterlagen vergessen. Schönen Feierabend. Danke, danke Ihnen auch. Gleichfalls. Nein, Justin, sowas überstehe ich nicht nochmal. Warum denn nicht? Nicht hier. In 2 Stunden bei mir? 20. Okay, abgemacht. Okay, bis dann. Also, wir sehen uns später. Bis dann. So wirst du dein erstes Mal mit deiner Lehrerin nie vergessen, Justin Roth. Aus. 20 Minuten später. Es war voll schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass du so geil abgehst im Bett. Justin, ich muss dann was mit dir besprechen. Warte mal, es ist wichtig. Ich habe da so Bedenken und wir hätten das nicht tun dürfen. Ich bin immer noch deine Lehrerin. Wenn das rauskommt, dann kann ich meinen Job verlieren. Ja, es wird schon keiner was erfahren. Bitte, du darfst es keinem sagen. Bevor ich gehe, müsste ich mal kurz. Wo? Erste Tür rechts. Geile Sau. Ratet mal, wo ich gerade bin. Red keinen Schwachsinn, Alter. Ich muss den Belo noch richtig besorgen. Hör auf, Scheiße zu quatschen. Du bekommst den Beweis noch. Alter, das langweilt. Die Nummer glaubt dir echt keiner. Ihr glaubt mir nicht? Und ich wollte einen Beweis? Alter, euch zeige ich. Da muss doch irgendwas sein, was die Belo im Unterricht immer trägt. Yes, Mann, wo haben wir denn hier was? Da haben wir doch was. Hey, das ist der Beweis. Jungs, ihr werdet noch sehen. Und jetzt habe ich Bock auf eine zweite Nummer. Eine Stunde später. Marion hat sich auf Sex mit ihrem Schüler eingelassen. An die Konsequenzen ihres Handelns denkt die 37-Jährige nicht. Endlich bist du da. Was ist passiert? Hey, Moment, siehst irgendwie komisch aus. Lottogewinn, Erbschaft oder der rettende Prinz auf seinem Gaul? Na, eher das Letzte. Ah, da haben wir es. Wer ist es? Erzähl. Anja, ich habe richtig guten Sex gehabt. Oh, geil. Oh, das hätte ich auch gern mal wieder. Naja, aber jetzt geht's nicht um mich. Also, erzähl. Wer ist es denn jetzt? Das ist nicht so einfach. Oder ist er alt und bucklig oder warum willst du es mir nicht sagen? Nein, ganz im Gegenteil. Aha, kenne ich den? Kollege von uns. Nein. Ja, also wer ist es denn dann? Sag schon bitte. Zur gleichen Zeit. Justin prahlt mit seiner neuen Eroberung. Doch seine Kumpels sind skeptisch.
Hey, yo, Dicker. Wie geht's, Mann? Gut, dir? Mir geht's blendend. Ich hab die Belo wirklich genagelt, Mann. Und eins sag ich dir, die geht ab wie eine Rakete. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ey, ganz ehrlich, ich hab da so meine Zweifel. Warum sollte so eine wie die Belo dich ranlassen? Guck mich da an. Ich hab's einfach drauf. Ah, Digga, auch mal wieder da. Na, Kevin, was soll das mit der scheiß das Mess vorhin, Mann? Was halt da? Fass mich nicht an, Alter. Geh's mir langsam auf den Sack, Mann. Hey, du wirst langsam ein richtiger Pisser. Was soll das? Wer wird hier zum Pisser, Alter? Du laberst hier immer dumm rum, Alter. Die Scheiße mit der Belo glaubt ja auch keiner. Als ob die dich ranlässt. Guck mal, wie du aussiehst. Ja, also, sag doch noch mal, wer ist es denn jetzt? Der Direktor? Er ist verheiratet. Nein, er ist nicht verheiratet. Du musst mir versprechen, nicht auszuflippen, okay? Bleib ruhig. Du, seit ich Power-Yoga mache, bin ich total gechillt. Du kannst mir ruhig alles erzählen. Ja, also, es ist ein Schüler aus meiner Klasse. Was? Du setzt deinen Job aufs Spiel! Hey. Deine ganze Zukunft! Anja, du hast mir versprochen, nicht auszuflippen. Was heißt nicht auszuflippen? Hörst du dir eigentlich noch zu? Du bist Beamtin! Du verlierst deine Pension! Das weiß ich, aber es ist mehr gewesen als nur Sex. Justin war so liebevoll und das war was Besonderes. Justin. Justin Roth. Ausgerechnet der schlimmste, aufsässigste Typ, dem alles scheißegal ist? Ja, er ist ganz anders. Er wird seinen Weg gehen. Er ist ein ganz toller Typ. Also, es hat so gekribbelt und ich spüre, da ist mehr. Das ist nicht einfach nur so ein blöder Typ, wie du ihn beschreibst. Er hat versprochen, dich zu halten. Wollt ihr einen Beweis haben? Nerv nicht, Alter. Wenn du einen Beweis hast, dann zeig den Beweis. Und wenn nicht, dann hau ab, Alter. Was glaubst du eigentlich, wie du bist hier? Mr. Universe oder was? Klar, Alter. Ja, aber ganz ehrlich, Kevin, ist bei Justin auch immer so. Er erzählt immer von seinen tollen Frauengeschichten und im Endeffekt ist da nichts Wahres dran. Ihr wollt einen Beweis haben? Ja. Was sagt ihr jetzt? Kennt ihr die? Krass, Alter. Du hast wirklich die Belo geknallt? Ja, klar. Erzähl, wie war's? Die ist eine richtige Granate im Bett, Mann. Cool, Mann, selber. Alter. Geil einfach. Das hätte ich nicht geglaubt bei der Scheiße, die du sonst immer redest. Am nächsten Tag. Marion ahnt nicht, dass ihre Affäre mit Justin kein Geheimnis mehr ist. Und auch Kevin will sein Glück bei der heißen 37-Jährigen versuchen. Was ist denn dieser Scheißschlüssel? Na, wieder ohne Höschen unterwegs? Hey, was soll das? Knallst du im Bett auch so gut? Was willst du von mir? Na, was ist los, Frau Lehrerin? Plötzlich so uncool? Justin hast du auch rangelassen. Kommst du jetzt auf Justin? Was? Ja, es tut nichts zur Sache, aber gleiches Recht für alle. Gegen so ein paar Extrastunden in Grammatik hätte ich auch nichts einzuwenden. Hast du wohl eine Macke oder was? Hey, ich bin ein Jahr älter als er. Ich habe ein Jahr mehr Erfahrung. Wenn du nicht gleich verschwindest, ja? Dann schrei ich um Hilfe. Verpiss dich. Das wirst du noch bereuen. And it's the only thing that I know. Ich muss dich sehen. Sofort. Er liebt mich. Das hat er mir doch gesagt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Alles ist gut. Er hat nichts gesagt. Oh, scheiße! Wenn Kevin doch was weiß. Wenn Justin irgendwas gesagt hat. Hey, Sarah. So eine wie dich betrügt man nicht. Ey, fass mich nicht an, sonst erzähl ich Justin davon. Das überlegst du dir vielleicht gleich anders, wenn ich dir sage, wo er ist. Ja, bluff nicht rum, erzähl, was los ist. Der knallt unsere Lehrerin. Der bumst die Belo. Hey, was erzählst du denn da für einen Mist, du Lügner? Das stimmt doch gar nicht. Du lügst, du Scheißkerl! Wie kannst du mir sowas sagen? Du bist doch nur eifersüchtig auf uns! Ey, du tust mir so leid, dass du dich von so einem Typen verarschen lässt. Wo ist er denn? Wo ist dein Supermarker jetzt? Ist er hier bei dir? Nein, der ist bei der Belo. Wir müssen reden. Lass das. Ja, wieder eine richtig geile Nummer, die du ausgedacht hast. Also, ich muss zugeben, ich stehe ja richtig auf deinen leeren Befehlston. Du spinnst ja wohl. Warum hast du nicht dicht gehalten? Was ist denn los mit dir? Ich verstehe gar nichts. Hör auf! Dein Freund Kevin ist mir in den Hintern gegangen, Mann. Ich habe mich gefühlt wie eine Nutte, Mann. Verstehst du? Wie eine Nutte. Er hat mich angefasst. Mann, ich kann alles erklären. Du riechst so gut, wenn du erregt bist. Sag mir, was los ist. Was ist passiert?
Ich gebe zu, ich bin richtig in dich verliebt und da muss ich meinem besten Kumpel Kevin alles erzählen. Also, ich werde mit ihm reden und ja, ich hätte niemals gedacht, dass Kevin meine Gefühle und mein Vertrauen missbraucht. Also, Mann, das ist alles Neuland für mich. Ich habe noch nie sowas gefühlt. Ich habe ja auch Gefühle für dich. Mann, scheiß auf die. Wirklich. Ich weiß doch, dass du gerade mit der Belo vögelst. Mein Freund, du Schlampe! Also, jetzt beruhige dich. Ich beruhige mich nicht! Ich werde dafür sorgen, dass du von der Schule fliegst. In Amerika landen nämlich solche Schlampenlehrerin wie du im Knast. Und dafür werde ich sorgen. Sarahs Reaktion ist verständlich. Hier wird aber auch deutlich, dass Marion durch ihr Handeln den Respekt vor ihren Schülern verliert. Das wird sie eine große Anstrengung kosten, diesen zurückzugewinnen. Scheiße, Mann! Wie hat sie das rausbekommen? Hey, scheiße, ich muss mit Sarah wieder geregelt kriegen. Mit Sarah regeln? Weißt du eigentlich, wie ich mich hier fühle? Weißt du, was hier gerade abgegangen ist? Ich kann morgen schon im Knast sitzen, ich kann meinen Job verlieren. Scheiße, der Job, Mann. Ich muss jetzt Sarah anrufen. Du kannst doch jetzt nicht Sarah anrufen. Denkst du auch mal an uns? Denk doch mal daran, was wir uns versprochen haben. Wir lieben uns. Wie soll es mit unserer Beziehung jetzt weitergehen? Scheiß auf unsere Beziehung, Mann. Ich werde Sarah suchen gehen. Ich gehe jetzt. Du kannst doch jetzt nicht Sarah einfach suchen. Bleib hier. Bitte. Du kannst nicht einfach gehen. Du siehst doch, dass ich gehen kann, Mann.